Ho, ho, ho! Draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All die schönen Gaben hab ich für euch ausgegraben. Ich bin euer Leckolaus und meine Freunde von Leckomio, die packen jetzt gleich die Geschenke aus. Aber bevor ich jetzt wieder in den tiefen Wald hineingehe, werde ich mir noch so von dem Tellerchen, das ich gesehen habe, ein Plätzchen schnappen. Ho, ho, ho. Servus, wie ihr seht, ist bei uns im Proberaum auch schon die Weihnachtszeit angekommen. Im Supermarkt sind die Regale voller Lebkuchen, Plätzchen, Kinderpunsch und Glühwein. Die Weihnachtsmärkte laufen schon und ihr habt euch bestimmt auch schon gefragt, was ihr denn euren Liebsten zu Weihnachten schenken könntet. Und weil wir ja auch eine Band sind, haben wir Vorschläge vorbereitet, was ihr denn euren Musikerkollegen, Freunden und von der Familie auch zum Beispiel schenken könnt. Ihr könnt uns auch gerne eure Empfehlungen unten kommentieren, unter das Video einfach kommentieren. Wir können gerne sehr viele Geschenkideen sammeln. Genau, ich fange gleich mal mit dem ersten Geschenk an, oder? Ja. So. Da hätte ich gleich mal den Musical-Besuch mit Übernachtung. Fahrt nach Hamburg mit eurem Partner oder eurer Partnerin, bucht ein Hotel und genießt einen schönen gemeinsamen Abend zu zweit. Darf ich auch? Oh, ein romantischer Musikabend. Dann würde ich da ihr wirklich ein Dinner kochen, ihr ein schönes Glas Wein einschenken und dazu echt eine Kuschelrock-CD abspielen lassen von den 80er Jahren. Ich glaube, dass das wirklich was richtig Schickes ist. Wird dir das gefallen? Mir wird's gefallen, ja. So, dann machen wir weiter. Das nächste auf unserer Liste ist ein Musikinstrument. Ist zwar jetzt ein sehr kostspieliges Geschenk tatsächlich, aber wenn ihr euch vielleicht zusammentut mit ein paar Kumpels und es eurem Bandkollegen schenken wollt, ist ein Musikinstrument, glaube ich, auch immer ein gutes Ding. Genau. Genau. Ah. Eine personalisierte Holzbox für Black drin. Ziemlich coole Idee für Gitarristen. Was mir da auch noch dazu einfallen würde, wäre zum Beispiel auch ein Gitarrengurt, ein stylischer. Ich glaube, da wird sich jeder Gitarrist drüber freuen. Ich habe als nächstes das Shirt der Lieblingsband, wie zum Beispiel von Leckomio. Und zwar haben wir hier unsere Band-Shirts. Die gibt es in verschiedenen Farben tatsächlich. Schaut es einfach runter in der Beschreibung. Dort findet ihr nochmal den Link zu unseren ganzen Shirts. Ah, Konzert- oder Festival-Tickets. Ja, absoluter Klassiker für ein Weihnachtsgeschenk für die Freunde, für die Familie. Ob Rock im Park, Southside Festival, Hurricane oder was sonst noch gibt. Also mich würde es mega freuen. Ein Gutschein für ein Musikgeschäft. Ist, glaube ich, auch so ein Standardding, was man mittlerweile auch verschenkt. Man muss nicht alles online kaufen, man kann auch tatsächlich noch in Musikgeschäfte gehen. Deswegen für Männer vor allem eigentlich ein sehr gutes Geschenk. Dann können sie sich selber aussuchen, was sie eigentlich möchten. Genau. Genau. Okay, das ist was Großes, zumindest als Karte. Eine selbstgestaltete CD mit Lieblingssongs und gemeinsamen Fotos. Ich glaube, das bezieht sich da auch eher so ja, auf die Paare oder auf die beste Freunde. Genau. Finde ich eine geile Idee, dass man da auch mal ein bisschen was selber gestaltet und da so seinen gedankenfreien Lauf lässt und dann noch ein paar Lieblingssongs mit reinpackt. Vielleicht kann man auch mittlerweile ja eine Spotify-Liste machen, eine Amazon-Liste und die dann auch dem besten Freund der Freundin schenken. Finde ich cool. Schmuck. Natürlich auch eher was für die Mädels, würde ich mal sagen. Schmuckanhänger mit einem kleinen Notenschlüssel oder einem kleinen Instrument. Jetzt nichts Großartiges, irgendwas Dezentes. Kommt auch immer gut an. Musical-Dinner. Auch ein cooles Geschenk, würde ich sagen. Ist eher so ein Geschenk, denke ich, das jetzt der Mann einer Frau schenkt. Ja. Ja, kann man bei verschiedenen Anbietern kaufen, wie beispielsweise Groupon, Jochen Schweizer oder MyDays. Ja, dann darf sich die Frau auf das Dinner einlassen. Soll ich helfen? Ich habe hier das personalisierte Notizbuch
mit einem Stift für Songwriter oder Songwriterinnen. Also ist jetzt eure beste Freundin, euer Familienmitglied oder euer Partner tatsächlich Songwriter, freut man sich darüber auch. Wir als Sänger können das jetzt eigentlich tatsächlich auch befürworten. Gut, genau. Also für Songwriter ein sehr gutes Geschenk. Ah, super. Ein Gutschein für einen Gesangsunterricht. Den brauchen wir zwei auch mal wieder. Nein, Spaß. absolut cooles Geschenk. Ich bin auch schon jahrelang im Gesangsunterricht. Macht mega Spaß. Und sowas kann man immer ja, seinen Kollegen, Kollegin, Freundin, Freund schenken. Ich habe hier schon wieder was Personalisiertes, und zwar ein personalisiertes Song-Coverbild. Unten in unserer Beschreibung ist der Link dazu. Da könnt ihr schöne Fotos von euch, vom besten Freund, von bester Freundin, vom Partner einfügen und dann wie quasi so ein Coverbild erstellen. Schön als Deko für zu Hause zum Aufhängen und immer gut als Erinnerung. Ein Fender Strat Buchhalter. Die Gitarristen unter euch wissen, was eine Fender ist. Es ist eine Gitarrenmarke. Wir blenden hier mal den Buchhalter ein. Ziemlich schickes Geschenk, vor allem eben für eure Gitarrenfreunde. Hier haben wir noch was für Köche, und zwar ein Schneidebrett als Musikinstrument, also in Form eines Musikinstrumentes, oder Drumsticks als Kochlöffel. Ist vielleicht so ein kleines Beigeschenk, aber kommt dann bei Musikfreunden ebenfalls gut an. Definitiv. So, der Geschenkesack ist jetzt leer. Ich hoffe, unsere Geschenkideen haben euch gefallen. Und falls ihr noch Ideen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare rein. Der ein oder andere wird sich mit Sicherheit auch noch mal darüber freuen. Genau, wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten. Am Schluss von unserem Video seht ihr noch mal den Link zu unserem Run Run Rudolph Cover. Schaut einfach noch mal rein, hört es euch an und viel Spaß beim Plätzchen backen, Geschenke kaufen, und wir hören voneinander. Frohe Weihnachten!